Prozent Katschi Meister. Hey Leute, hier ist wieder Tenkaichi Meister und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute machen wir mal was ganz anderes, was ich, um es ehrlich zu sagen, schon mal probiert habe. Und zwar, ich bin ja auf der Seite testedich.de, wie ihr seht, und ich werde ein paar Quizzes über Dragon Ball machen. Vorher möchte ich aber gerne nochmal den Tiaki grüßen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der hat sich gewünscht, dass ich ihn grüße. Und ja, hier ist deine Grüßung. Weil es geht mir darum, ich habe das wie gesagt schon mal probiert, aber war damals zu faul, das zu schneiden, weil das Video sehr, sehr lang war. Aber wir werden mal reingucken. Hier können Leute so gesehen Quizzes erstellen und dann probieren, ja, andere zu testen. Was ich aber letztes Mal gemerkt habe und was mir schon voraus ein bisschen klar war, ist, dass manche ein Quiz erstellen nach dem Motto, ja, das hier stimmt alles, aber am Ende stimmt es dann eben nicht, obwohl sie es erstellt haben. Und das werden wir mal gucken. Ich werde einerseits testen, was ich alles weiß, und andererseits werde ich testen, was andere meinen zu wissen, was aber nicht stimmt. Also, fangen wir an mit diesem Quiz. Das ist alles richtig über Son Goku. Wie ist Son Gokus richtiger Name? Kakaroto. Okay, also ich bin kein Fan von den japanischen Namen, weil er eigentlich Kakarot für mich heißt, aber gut. Wer war Gokus schlimmster Feind in Dragon Ball Z? In Dragon Ball Z, sein schlimmster Feind. Guck mal, das ist schon wieder so eine Frage, die mich verunsichert, weil Baby kann nicht sein, Baby kommt nur in GT vor. Freezer war chronologisch gesehen der schlimmste Feind. Chi-Chi ist aber auch ein schlimmer Feind, also ich muss dann sagen Freezer, weil Vegeta war kein schlimmerer Feind als Freezer, aber gut. Wie ist der Name seines Vaters? Bardock. Welche Form ist Gokus letzte Form in Super? Mastered Ultra Instinct. Was ist Gokus Traum? Der stärkste werden. Welche Form ist lebensgefährlich? Die Kaioken. Wie heißt seine Schwiegertochter? Videl. Wie stirbt sein Vater Bardock? Supernova. Mit wem hat sich Goku verbündet? Vegeta. Wieder so ein bisschen tricky Frage, aber gut. Gegen wen hatte Goku seinen längsten Kampf? Oh, das ist eine gute Frage. Also klar, wenn man es technisch betrachtet, Jiren. Weil Jiren, er hat ja schon so ziemlich am Anfang des Tournament of Powers gegen Jiren gekämpft. Okay, dann sage ich einfach mal Jiren. Auswertung. Du kennst dich sehr gut aus, du bist ein wahrer Son Goku-Kenner. Okay, also den ersten Test hab ich schon mal gewonnen, quasi. Dragon Ball Z Quiz, echte Fans, okay. Warum sieht Tales so aus wie Kakarot? Alle Low-Class-Kämpfer sehen ähnlich aus. Weil die meinen, sie sind miteinander verwandt, sie haben Unrecht, das stimmt nicht. Wer war eigentlich der erste Super Saiyan überhaupt? Bardock, König Vegeta. Welche und wie viele Kämpfer kamen in unsere Timeline aus der Zukunft? Aus der Zukunft. Hä? Wieso Piccolo und... Hä? Hä? Was? Zwei Trunks und Cell müsste es ja eigentlich sein. Ich frage mich gerade, wie man überhaupt auf das hier kommt. Das kann ja schon mal nicht stimmen wegen C16. Oh, gut. Wie entsteht ein Super Saiyajin Gott? Fünf Saiyajins übertragen ihr Licht auf einen weiteren. Ja, ihr Licht, ihre Energie, aber gut, passt schon. In welchem Spiel hat Cell versehentlich jemand anderen als die sitzen ersten Abschnitt? Und wen? Budokai Krillin. Cell Story Guy. Wie hat Vegeta den Super Saiyan 2 erreicht? Ja, Babidi durch die Gedankenkontrolle, das stimmt. Auch wenn ich Majin nicht als Super Saiyan 2, aber natürlich stimmt das, klar. Welche Fusion existiert eigentlich nicht? Trunkton. Obwohl Trunkton und Gotenks natürlich eine und dieselbe Person sind. Na gut, wer ging nicht auf die Orange Star High School? Nikki. Wer ist das? Tabel, Vegetas kleiner Bruder. Bonus. Viele glaubten an den Super Saiyajin White in Dragon Ball Super. Wie heißt die weißhaarige Verwandlung? Ultra Instinct. Perfekt, du Z-Fighter. Du weißt, wie es im Dragon Ball Universum abgeht. Nice. Okay.
Ja, ich muss jetzt mal. Ich mach mal erstmal die neueren Quizzes. Weil die älteren. Ja, das Problem ist, die neueren haben natürlich schon super drin und so. Wie lautet der Name von Son Gokus Großvater, Son Gohan? Wer hat den allerersten Wunsch an Shenlong geäußert? Oh Long. Was war der allererste Wunsch in Dragon Ball? Eine Mädchenunterhose. Na gut, eigentlich war es natürlich im deutschen Dub eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren, was dann halt eine Mädchenunterhose war. Durch wen wurde Krillin das erste Mal getötet? Tamburi. Was liegt direkt unter Gottes Palast? Der Quittenturm. Ja, ich dachte jetzt, die meinen... Ja gut, es heißt natürlich Quittenturm. Ich dachte, Karins Plattform der nächste Mal hat einen eigenen Namen. Wie lautet der Name von Son Gokus Bruder Raditz? Auf welchem Planeten spielt die Spielesaga hauptsächlich Namek? Wie heißt das Mitglied der Genio Force, welches Telekinese einsetzen kann? Guldo. Über wie viele Transformationen verfügt Freezer? Ohne Grundform. Full Power ist keine Transformation. Ohne Grundform. 3. Mit wem... Warte mal. Ach, Freezer sage. Okay, gut, dann 3. Mit wem vereinigte sich Piccolo auf Namek, um gegen Freezer zu kämpfen? Nail. Welches ist die höchste Stufe der Kyoken, die Son Goku auf Namek gegen Freezer eingesetzt hat? 20-fach. Wer konnte aus der Tour und sie fällt von uns zu warnen? Trunks. Woran ist der zukünftige Son Goku gestorben? Herzvirus. Was ist der gravierende Nachteil, wenn man als Ultra Saiyajin kämpft? Die Geschwindigkeit. Wer ist zum größten Teil der Auslöserverwandlung Gohan zum zweiten Super Saiyajin C16? Übrigens, hier kann das auch die Ausdauer sein, aber Geschwindigkeit ist natürlich der gravierendste Nachteil. Wie heißt eines der Auslöser von Meister Kaio? das ist eine Arschfrage, weil eines der Haustiere impliziert ja schon, dass er zwei Haustiere hat. Bei Gregory weiß man das ja nicht so recht, weil er ja nicht so sehr sein Haustier ist. Gregory die Grille und Bubbles aka Bananas, der Affe, sind beides Haustiere von Meister Kaio. Das ist jetzt eine doofe Frage. Das sind immer diese kontroversen Sachen, wisst ihr? Da ist jetzt, wie heißt eines der Haustiere von Meister Kaio und Gregory allgegenwärtig so heißt, nehme ich jetzt einfach mal Gregory. Wie lautet der Name des Erschaffers von Buu? Bibidi? Wer opferte sich gegen Majin Buu? Vegeta? Mit welcher Technik wurde Buu besiegt? Genkidama? Wer ist der Gott des 6. Universums? Champa? Welchen anderen Namen hat die Transformation Super Saiyajin Gott? Super Saiyajin? Super Saiyajin Blue? Wie lautet das mächtigste Wesen von allen Universen? Nicht das körperlich stärkste? Xeno? Es ist eine deutsche Serie? Nein. Die Show kam 1972 auf den Markt? Nein. Wie war das Quiz? Ja, was willst du von mir hören? Von mir aus gut, wenn ich dafür eine richtige Antwort kriege. 20 von 25 Aufgaben. Was haben wir denn falsch gemacht? Also... Du Hundesohn! Ne! Du Hundesohn! Das stimmt ja mal gar nicht. Das ist falsch, weil... Son Goku konnte die 10-fache Kaioken ohne Probleme anwenden. Also, in Anführungszeichen ohne Probleme. Aber er hat dann die 20-fache eingesetzt und Freezer mit einem Kamehameha beschossen, obwohl er wusste, dass er wahrscheinlich dabei drauf geht. Also das ist auf jeden Fall falsch. Was? Habe ich nicht Bibidi ausgewählt? Hä? Ich habe doch gerade... Kann sein, dass ich Bibida oder so ausgewählt, das weiß ich nicht. Aber okay, dann habe ich mich da wahrscheinlich einfach nur verklickt. Hä? Hä? Wisst ihr, was ich meine? Manche Quizzes machen sich selbst schlecht. Vegeta ist der Protagonist im Anime Dragon Ball Super. Falsch. Die erste Folge von Dragon Ball Super wurde am 5. Juli 2015 aufgenommen. Boah, das weiß ich doch nicht mehr. Also 2015 weiß ich. Ich sag einfach mal wahr. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Dragon Ball Super ist die Fortsetzung mit V von Dragon Ball GT. Falsch. Der stärkste Gegner hieß Monaka. Troll-Fragen sind immer die behindertsten. Die oben aufgelisteten Charaktere sind Götter der Zerstörung. Falsch. Das sind die Engel.
Der Super Saiyan Gott ist stärker als Super Saiyan Blue. Falsch. Junge, gibt's auch was Richtiges in diesem Quiz? Son Gokus Sohn heißt Son Gohan. Oh, war. In welcher Folge von Dragon Ball Super hat Son Goku den Ultra Instinct entdeckt? War Folge 110, falsch Folge 107. War. Oder? Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte jetzt irgendwie eine runde Zahl im Kopf. Kann sein, dass es jetzt voll falsch war. Jiren ist der stärkste Krieger von Universum 11. Ist Jiren ein Krieger von Universum 11? Also wenn ja, dann war. Son Goku stirbt am Ende von Dragon Ball Super. Falsch. Du bist ein Profi. Oh, alles richtig. Krass. Du bist ein Profi, wenn es um Fragen über Dragon Ball Super geht. Du weißt alles aus der gesamten Serie wahrscheinlich auswendig. Ja, wir wollen jetzt zwar nicht so übertreiben, aber ist schon nicht übel. Wie heißt der Sohn von Son Goku? Son... Bruder! Bruder! Warte mal. Ist das Multiple Choice? Nein, es ist nicht Multiple Choice. Gut, dass Son Goku zwei Söhne hat. Son Gohan und Son Goten. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ich meine einfach Son Gohan, weil es ja der ist, den man eh immer am ehesten erwähnt. Wie lauten die Sagen nach der Reihe? Raditz, Saiyajin, Freezer, Cell, Buu. Also wenn du Raditz als einzelne Saga siehst, dann musst du ja noch eigentlich, erstmal wie kann man Saiyajin so falsch schreiben, dann musst du ja eigentlich noch die Cyborg-Saga vor Cell packen und die Namek-Saga vor Freezer. Als Freezer zurück auf die Erde kam, wurde er durch einen Jungen aus der Zukunft kam besiegt. Wer ist der Trunks? Wer ist der stärkste Buu? Super Buu. Wie heißen die drei Cyborgs? C17, C18, C16. Ja, die drei. Okay, ich vergiss es einfach. Ja, hier ist auch ein wichtiger Faktor. Super Buu ist stärker als Kid Buu. Das können manche nicht so glauben, weil Kid Buu halt der Endgegner in Dragon Ball Z ist, aber Super Buu ist stärker. Wer ist dann Saiyajin? Gut, das längste ist ja wohl das zutreffendste. Wie heißt dann Gohan als Superheld, der große Saiyaman? Von wem meint Gohan das Kostüm Bulma? Gegen wem hat Son Goku gekämpft und hat sich das erste Mal in einen Saiyajin verwandelt? In einen Saiyajin verwandelt! Er ist ein Saiyajin! Freezer. Jetzt kommen einfache Fragen. Wie heißt Son Gokus Frau Chi-Chi? Ich wusste es. Oh. Das war nicht falsch. Was war dann falsch? Du Hundesohn. Also, nein. Nein. Nein! Macht! Leute, macht kein Quiz, wenn ihr euch nicht auskennt. Ja, ich habe nämlich Schiss, wenn ich mein eigenes Quiz wiederfinde, dass die anderen das dann tot haten. Oder dass sie das tot gehatet haben. Weil da irgendwas drin ist, mit wem wäre ich einverstanden war. Aber das war noch ein altes Quiz. Das hab ich damals gemacht, wo ich dieses Video eben noch selber schon mal gemacht habe. Wo zum Beispiel so Sachen drin waren. Da war noch nicht klar, dass, das weiß ich noch, dass der Super Saiyan Gott stärker als der Super Saiyan Blue ist. Dann habe ich gefragt, warum, weil das damals wirklich so war, warum, aus welcher Erkenntnis geht Akira Toriyama, oder erklärt Akira Toriyama, dass der Super Saiyan Gott stärker als der Super Saiyan Blue ist? Und er hat halt damals gesagt, weil Rot eine kräftigere Farbe als Blau ist. Und das wäre noch einmal auch drin. Ja gut, machen wir mal das hier. Schwer. Gut, mal gucken. Welche Farbe haben Super Saiyan Gelb? Dragon Ball kam wann heraus? Dragon Ball 1984. Sind Yamcha und Krillin Saiyajins? Nö. Wer ist der legendäre Super Saiyajin Broly? Wer ist Vegetas Frau Bulma? Wer ist der Vater von Goku Bardock? Wer ist Buu als Mensch Uub? Wie viele Cyborgs gibt es? Ja, gut, das ist klar. Warum V? Warum A? Okay, A wegen Android, aber nein. Beerus ist der Gott der Zerstörung. Wer ist das Gegenstück von Son Goku? Goku Black, theoretisch. Was ist Dragon Ball, ein Anime? Ja. Wow, das ist echt expert. Naja, also ich sag mal, schwer war das jetzt nicht. Das war alles andere als schwer. Also wenn ihr irgendwo steht, Quiz von der Gefallene, dann ist das meins. Nehmen wir mal das hier. Dies ist ein Quiz über die Serie. Die Potato sind halt für die Menschen immer 10 Minuten. Falsch, eine Stunde. Das siebte Universum ist das schwächste Universum. War das nicht das zweitschwächste? Ich glaube so. Goku verlor gegen Freezer wegen dem Mangel der Ausdauer. Nö. Son Goku gewann gegen Freezer wegen dem Mangel der Ausdauer, theoretisch. Goku hatte im Kampf gegen Beerus sich selbst geheilt. Im Anime ja. Goku steckt in der Zukunft in Zamasus Körper. Denk nicht pervers.
Ja. Nein. Halt, gar nicht wahr. Ja, Moment, Moment. Doch, klar. Klar, der Zukunfts-Zamasu und der Zukunfts-Goku, also nicht, na, ey, das ist so eine Geschichte. Also nicht die Zukunft aus dem Bild, sondern die Zukunft der Zukunft. Oder ist das so eine andere Zeitlinie? Aber ja, natürlich, da haben Goku und Zamasu die Körper getauscht, das ist richtig. Kid Trunks zeigte Future Trunks den Stolz des Saiyajin und ermutigte ihn, wahr. Pan ist ein halber Saiyajin, falsch, sie ist nämlich ein Viertel Saiyajin. Vegeta verlor seinen ersten Kampf gegen Black, wahr. Und seinen zweiten auch. Vegeta wollte seine Tochter Margarete nennen. Oh, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich bin mir ziemlich sicher... Ne, warte mal. Oder hat er den Namen Bra gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich sage einfach mal falsch. Ich weiß es gar nicht mehr. Gohan konnte durch das ganze Lernen weniger sehen und brauchte deshalb eine Brille. Also, das wurde ja nie erklärt, warum er die Brille hat. Ich sag mal falsch, weil wenn er weniger sehen würde, dann wäre er ja auch die ganze Zeit im Kampf benachteiligt. Vegeta hatte 6 Monate vor Goku angefangen zu trainieren. War bei Beerus, das stimmt. Goku hätte fast Suizid begangen. Ja. Ja, doch, klar, durch die Genki-Dama. Hat er sich ja fast selber umgebracht, klar. Gohan war der Einzige, der wusste, dass das Universum zerstört wird, wenn sie verlieren. Der Einzige, ja, warte mal. Das kommt drauf an. Also der Einzige war er natürlich nicht. Son Goku wusste das ja da klar auch. Aber es ist der einzige Angehörige, das stimmt, glaube ich, auch nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, also Krillin und C18 wussten es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es C17 wusste. Also ich sage einfach mal falsch. Goku wollte Freezer 3-mal helfen zu überleben. Aber was ist das denn für Fragen? Als ob ich das zähle. Keine Ahnung, Mann. Falsch. Ich glaube 2-mal, was weiß ich. Die Erde existierte in dem 6. Universum nicht mehr. Stimmt. Stimmt, weil Beerus hat dann am Ende ja die Erde hergewünscht quasi. 11 von 15. Oha, was habe ich denn alles falsch? Kann man nicht nachgucken. Ja, das ist ja natürlich wieder das Allerbeste. Also, dass da was falsch dabei war, kann ich mir vorstellen, aber gleich 4 Sachen falsch, hätte ich nicht gedacht.